sind Pflanzen, die den heißen Sommer besser überstehen, wie zum Beispiel die Diplantenie, Pelargonie gehört dazu, das Wandelröschen und einige mehr. Da berät sich gern der Gärtner. Der Vorteil von den hitzetoleranten Pflanzen, sie brauchen weniger Wasser, sie brauchen weniger Pflege dadurch und man kriegt sie leicht über diese 35 Grad heißen Sommer. Gießen ist das Schwierigste überhaupt, sage ich immer dazu. Wichtig ist das richtige Substrat, gute Erde, ist wie das Wohnzimmer, das eigene. Wenn es voll ausgestattet ist mit Klimaanlage und allem drum und dran, dann fühlt man sich wohl. Und mit einer guten Erde fühlt sich die Pflanze wohl. Die gute Erde kann Wasser speichern, kann Dünger speichern und auch wieder regelmäßig abgeben. Die Häufigkeit des Gießens hängt vom Standort ab. Je heißer die Sonne hinbrennt, desto öfter. Normalerweise gilt die Faustregel, festgießen, austrocknen lassen, wieder festgießen. Natürlicher Lauf, natürlicher Rhythmus der Natur. Nicht regelmäßig nass halten. Ein Beispiel der natürlichsten und besten Bewässerung ist ein Tonkegel mit der Zuleitung, mit diesem 8 mm Schlauch, leicht montiert, einmal eingestellt. Man kann Urlaub fahren, man braucht keine Nachbarn, funktioniert tadellos.